jede authentische Existenzialisierungsbegegnung mit dem Realen, sei sie mystischer Art oder ekstatischer oder existenzial vergegenwärtigender, ist lediglich immer nichts anderes als jener Vorgang, der die höchsten Energien und die tiefste Seelenblindheit hervorruft. Nämlich die Entzückungen und Verzückungen und dann wieder Verklärungen und Entgeisterungen und Ekstatisierungen und Entrückungen des Liebens in seinem eröffnenden Aufzeigen, dass man Körper ist, Leib, inneres organizistisches, weichfleischliches, pulsierendes Fleisch zu Fleisch, mit dem Vergänglichkeitsverwertungsdauerstempel und dem Strampeln, nicht sofort von anderem Fleisch vertilgt zu werden, sondern wenigstens diesen kurzen Akt, diese Passage durch die Pforte der Dike und der Nanke, schnell nochmal vor dem endgültigen gefressen werden, vertilgt werden, doch nochmal zu enden zu bringen, und zwar möglichst triumphal, jubilierend, ekstatisch, entgrenzend. Nicht umsonst spricht man von dem kleinen Tod, von den kleinen Todeslebens vor Exerzitien der Einübung auf das dann doch irgendwann endgültige, gültige, ungültige, wiedergültige.